Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder weiter bei Outriders. Und zwar mussten wir jetzt im letzten Teil, haben wir jetzt am Ende noch die vier Klassen zur Auswahl gehabt. Und da habe ich mich jetzt für den roten entschieden. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Intro und dann schauen wir, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir hier, gerade wie ich es angesprochen habe, nochmal bei den vier Klassen. Und zwar habe ich mich, oder würde ich jetzt mal gern die zweite Klasse von links auswählen und ausprobieren. Das sagt mir halt am besten zu. Und dann wählen wir jetzt das mal aus und machen dann mal weiter. Ich muss hier verschwinden. Ich muss durch dieses Drecksloch durch. Was auch immer passiert. Ich gehöre nicht auf diese Seite. Das ist so. Oh, Scheiße. Was ist denn bloß mit mir los? Wer zur Hölle seid ihr? Anscheinend wird erst geschossen und abgeklagt. Von mir weg? Okay. Dann könnte ich mich gewöhnen.
Das war kurz die Pause-Taste, aber die wollte ich nicht. So, jetzt machen wir hier mal. Ja, da ist nämlich einer. Ober durch das Radar sehe ich nämlich, wenn ein Gegner bei dir ist oder nicht. Da kommt nämlich wieder eine nächste. Das Radar ist nämlich echt gut. Da siehst du, ist jemand in deiner Nähe oder nicht. Aber das kennt man ja von anderen Spielen auch, so wie Call of Duty oder so. Das bekommen wir alles hin. So, jetzt lauf mal. Ah, doch. So, jetzt muss ich. Oh, jetzt sind aber. Ja, dich, da habe ich doch auch. Das war gerade überraschend, aber es war schon gut geregelt. Links dahinter tut eine Kiste pochen. Und jetzt hier auf meiner Seite auch. Jetzt müssen wir nachher mal schauen, was da drin ist. Aber da müsste jetzt hier in meiner Nähe noch mal einer sein. Aha. Und dahinter auch noch mal einer. Weil auf dem Radar ist noch ein roter Punkt. Wo ist der? Dann gucke ich mal schnell in die Kiste rein. Da war Munition drin. Okay. Ah, da ist er. Und tschüss. Ich glaube auch, wenn die brennt und du... Dieser Sturm, das habe ich schon mal gesehen. Im Wald. Als wir gelandet sind. Wenn die brennt und du schießt auf die Gegner, dann gehen sie auch schneller kaputt. So. Da sind schon wieder die nächsten. Vier Stück, drei Stück. Ja, kommt ihr oder soll ich kommen oder wie läuft es? Dann renne ich halt vorbei. In dem Fall muss ich die ja nicht töten. Kann ich da nicht so durchrennen? Nee, kacke. Das heißt, ich muss die doch töten. Auf jeden Fall den halt. Ah, der ist schon wegen knackig zum Töten, aber wir haben es gleich geschafft, jawohl. Aber da hat man schon gemerkt, der ist schon knackig. Aber ich komme immer noch nicht durch. Aha. Ja, jetzt brenne ich auch noch. Kacke, kacke, kacke. Jawohl, souverän gelöst. Bloß die blöde Bombe da. Oder Granate. Aber ich komme da einfach immer noch nicht durch. Oder muss ich einen anderen Weg nehmen? Aber da komme ich auch nicht durch. Irgendwas ist hier komisch. Ich weiß bloß noch nicht was. Ja, aber das Missionsziel ist das Gelbe und das Gelbe ist da drüben. Aber ich komme noch hier nirgends durch. Bin ich lost oder bin ich lost? Oder hier durch? Das eine Abkürzung ist. Aber hier ist auch abgesperrt. Das muss ja irgendwie aufgehen oder ich kann es durchbrechen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich bin einfach nur blöd. Jetzt gehen wir nochmal dahin. Aber ich kann halt echt nichts machen. Das ist eine gute Frage und hier halt auch nicht. Das ist jetzt eine gute Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich kann zwar so einen Faustschlag machen. Aber es wird auch nichts bringen. Aber wir können es ja mal probieren. Aber ich vermute, das hat auch keinen Wert. Jetzt gucke ich mal.
Aber hier habe ich auch nichts übersehen, weil ich vielleicht was übersehen habe. Jetzt töte ich mal die, vielleicht. Vielleicht liegt sie auch da drin. Was ich jetzt nicht glaube, aber es ist eine Option. So. Stufe 3 jetzt. Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal. Aha, doch, es ist auf. Okay, dann hat es halt daran gelegen, dass ich alle Gegner zerstören musste. Gut zu wissen. Du bist anders. Ich witter den Sturm in deinem Blut. Du stinkst nach Gegner. Wesen wie du sind Abscheulichkeiten. Wer zur Hölle bist du? Outrider. Unmöglich. Welch ungenutzte Kraft. Welch Verwirrung. Du willst antworten. Egal, was du früher warst, jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Verstände es nicht. Wer war das? Lord Seth. Er ist verändert. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann. Verändert? Was soll das heißen? Du weißt nicht, was du bist. Wo hast du die Uniform geklaut? Hab ich nicht, ist meine. Ja? Wenn du echt ein Outrider bist, kämpfst du auf der falschen Seite. Hä? Was redest du da, Mann? Der Grand Marshal erklärt's dir. Komm. So, wir sind jetzt wieder im Hey, Shiro. Ich bin soweit und gehe Jakob suchen. Wer sind denn jetzt diese Arschlöcher? Das sind Schläger, Drogenkuriere und Sklavenhändler. Nennen sich selbst Bluthunde. Niemand wird sie vermissen, wenn du ein paar Dutzend von denen abservierst. Warum hast du denn noch nichts gegen sie unternommen? Ganz ehrlich? Weil der Schwarzmarkt unsere Soldaten bei Laune hält. Und sie fressen wenigstens nicht ihre eigenen Kinder, wie die Rebellen, gegen die wir kämpfen. Ja, hab ein paar getroffen. Nett ist anders. Hier gibt's nichts zu sehen, Leute! So, doch, ich glaube, ich muss da runter. Aber nicht da. Ich nehme die Treppe. Ich glaube, das ist viel gesünder. Und dann schauen wir jetzt mal. Müssen wir da durch. Lagerhaus des der Bluthunde. Oje, oje. Ich suche Jakob Dabrowski. Verschwinde. Hör zu, Arschloch. Ich ziehe mit der Knarre hier. Direkt. Und bam. So geht es. Mit langen Faxe. Uiuiuiui. Jetzt haben wir Gegner. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Jetzt ist da wieder eine Bombe. Ja, meine Zielgenauigkeit ist halt immer nicht so toll. Aber ich finde es gut, ich treffe den nicht. Ich muss überleben. Ich finde es gut, wenn ich dann jemand beschädige oder jemand kill, dass ich dann halt Leber aufgefüllt bekomme. Ja. Also manchmal könnte man auch eine Treffgenauigkeit noch viel ändern, aber ich bin zufrieden. Dafür, dass ich fast kein Shooter spiele. Jetzt kommt es richtig. Ist es gar nicht so schlecht.
So, hier habe ich schon mal aufgeräumt, aber es kommen jetzt schon wieder mehr. Erstmal wieder Feuer, dass wieder ein bisschen Schaden weg ist. Ja, das funktioniert schon. Jetzt gehe ich hier in Deckung. Aha, das ist die andere Fähigkeit. Da kann ich irgendwie so im Gegner Schade zufügen. Ich glaube durch Herz hier oder irgendwie was. Der will mich wieder pushen. Was ist da auch los? Aber das bekommen wir hin. Wenn die nicht immer die blöden Granaten dabei hätten, dann wäre das alles halb so schlimm. So, jetzt mache ich wieder Feuer. Oh, 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 mein Leben, mein Leben. Ja, easy, easy. Also da... Ja, da kann ich irgendwie, oder ich gebe dir einen Blitzschlag, oder irgendwie macht das was. Jawohl, das waren jetzt echt mal super Treffer. So, bei dir auch hier. Tschüss. Na doch, ich habe gerade gedacht, das Feuer reicht nicht, aber es war doch relativ gut. Das ist da hinter noch einer. Und links von mir ist noch einer. Da müsste es eigentlich... Ah ne, dahinter sind es noch zwei. So, einer weg. Ah, der ist auch fast meine Munition. Okay, der ist jetzt auch weg. Jetzt ist bloß noch hier vorne links einer. Wo bist du? Aha. Das. So schnell geht es. Ah, in die Kiste komme ich nicht. Kacke. Aber ich kann hier eine Waffe aufsammeln. Ah, das ist so neu für Rüstung. Munition. Ja, easy. So, jetzt habe ich da rechts auch eine Kiste. Mal gucken, was hier drin ist. Munition. Das ist immer gut zum Gebrauchen. Jetzt betätige ich das mal. So, jetzt sind es noch mal irgendwie so andere Kreaturen. Na, die gehen ja auch. Die gehen aber gut kaputt, muss ich sagen. Sowieso mit dem Feuer, aber auch ohne das Feuer, mit dem Schießer. Ha? Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So, jetzt habe ich hier hinter noch mal andere Gegner, die normale von gerade eben auch. Machen wir die nochmal, bekämpfen wir die nochmal. Aber die Fähigkeiten machen halt echt so viel. Das ist echt krass. Ja, easy. Aha, wenn ich den Faustschlag gebe, verbrennt die Leute auch oder halt die Gegner. Ja, wie viel kommt jetzt auch? Ich bin leicht überfordert. Leicht überfordert. Ja, easy, jetzt ist nur ein Gegner. Und dann müsste es passen. Tschüss. Jawohl, jetzt geht's weiter. Keine Munition nehmen. Jetzt muss ich schon wieder drehen. Nicht, dass das Ganze nochmal von vorne anfängt. Das wäre dann echt blöd. Ah ne, es geht weiter.
kurz schauen, was hier drin ist. Schuhe, Maske, Pistole. Schuhe nehme ich mit, Maske nehme ich mit. So, jetzt schauen wir mal, was hinter der Tür abgeht. Schöne Augen. Hey! Wow. Oh, das tut mir leid. Ich hab gedacht, das wäre das Damenklo. Na, wie geht's dir? Ich hatte alles unter Kontrolle. Ist lange her. Kennen wir uns? Verdammt! Ich dachte, du wärst tot. Du bist tot, wenn du dich nicht bald bei She-Ra blicken lässt. Oh, She-Ra. Na gut. Wir treffen uns da, wenn du Zeit hast. So, jetzt müssen... Ich habe Jakob rausgeholt. Er ist auf dem Weg zu dir. Der alte Penner will einfach nicht sterben. Du solltest auch herkommen. Es gibt viel zu erzählen. Also, das heißt, wir reisen jetzt wieder in unser Lager zurück. Und dann schauen wir mal, was es zum Erzählen gibt. Nein, weil er tun und lassen kann, was er will, verdammt. Hey, da bin ich froh, mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du siehst aus wie damals. Und du bist alt geworden, mein Freund. Das auf dem Gang war Seth. Was macht er denn hier? Unser Flehen ignorieren. Ist der nicht auf eurer Seite? Seth, der steht auf gar keiner Seite. Die Rebellen haben Veränderte, das ist ein Albtraum. Zum Glück taucht Seth manchmal auf und schlägt sie zurück. Aber nur, wenn ihm das gerade in den Kram passt. Hey, pass doch auf! Du weißt nicht, wie übel es ist, Outrider. Wir dachten, wir entkämen der Apokalypse. Wir dachten, wir könnten ganz neu anfangen. Tja, wir lagen falsch. Ich lag falsch. She-Ra. Ich habe hier das Sagen. Weil ich die einzige Offizierin bin, die noch lebt. Die Rebellen vor unserer Tür, die sind brutal, sadistisch und haben uns umzingelt. Uns fehlt es an Nahrung, Munition. Und wenn uns diese Freaks nicht töten, dann bestimmt der Planet. Willkommen zurück. Für den schwarzen Pilz im Wald gibt es kein Heilmittel. Die Berge voller Abscheulichkeiten. Die Anomaliestürme werden jedes Jahr stärker. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir keinen Weg aus dem Tal finden, wenn kein Wunder geschieht, ist es mit dem Rest der Menschheit endgültig vorbei. She-Ra! Sieh mal einer an.
jetzt Kräfte, die ich nicht verstehe, aber möglicherweise gibt's einen Grund. Ja, du bist... Jetzt weiß ich, warum ich dir damals das verdammte Leben gerettet habe. Wahrscheinlich hast du dir das ganz anders vorgestellt. Ich beschwere mich nicht. Hilf mir, das zu verstehen. Am Tag der Landung hat der Sturm Cuthbert zerrissen. Mich nicht, warum? Warum wurde ich... Verändert? Woher soll ich das wissen? Wenn der Sturm kommt, werden manche zerfetzt, andere kriegen rosa Punkte, tja. Und manche werden zu... scheiß Unsterblichen. Die Anomalie ergibt keinerlei Sinn. Sie hebt die Naturgesetze auf, mutiert das, was sie berührt. Die besten ECA-Wissenschaftler haben versucht, die Stürme zu verstehen, zu zählen. Sind alle tot. Du hattest einfach Glück, Boss. Naja, oder auch nicht. Hauptsache, du bist auf unserer Seite. Ein Veränderter behindert den Nachschub und unsere Waffen richten nichts aus. Bei der alten Solaranlage. Seth wollte uns ja nicht helfen, aber jetzt bist du da. Hey, warum nicht? Ich könnte der Menschheit Zeit verschaffen. Lieutenant, was zur Hölle war das? Die ganze Front ist kollabiert! Wie ein Erdbeben oder wir haben unsere erste Verteidigungslinie verloren! Unterwegs. Los, los, los! Hey, falls sich keine Gelegenheit mehr ergibt, ich hab dich gesucht. Aber alles ging schief. Wir rannten um unser Leben. Ich... Vergiss es. Ich lebe. Ich wäre schon 10-mal gestorben, wäre Tanner nicht gewesen oder Shira. Ich muss jetzt meine Schulden begleichen, Jakob. Boss! Ich hab dich vermisst. Gut, dass du wieder da bist. Jetzt knöpft ihr diesen Veränderten vor, damit wir den Kampf wieder aufnehmen können.